Hallo und herzlich willkommen zu den Regeln und der Ankündigung und der Anmeldung und was auch immer zum One-on-One Non-Item-Turnier, was am Sonntag, den 24.06. stattfinden wird. Beginnen werden wir um 14 Uhr. Warum so früh, denkt ihr euch? Ja, weil das ein ziemlich langes Turnier wird, nehme ich mal an, wenn sich viele anmelden. Und dann wollen wir auch rechtzeitig irgendwie fertig werden. Ich kann es momentan noch nicht ganz einschätzen, aber es wird wahrscheinlich sehr lange werden. Gerade vom Organisatorischen her. Die Anmeldefrist für dieses Turnier wird der 21.06. sein. Ganz einfach, damit ich noch rechtzeitig die Gruppen, also was heißt Gruppen, die Paarungen auslosen kann. Zu den Matchregeln. Wir fahren natürlich, na, was heißt natürlich? Wir fahren natürlich ohne Items, das ist klar. wir fahren 2 GPs in jedem Match. Und es ist natürlich freie Fahrer- und Fahrzeugwahl sowie freie Streckenwahl. Also, ihr könnt wählen, was ihr wollt, müsst dann natürlich hoffen, dass es drankommt bei 2 Leuten. Sollte das Match nach 2 GPs 4 zu 4 ausgehen, also, wie ist denn das, 44, 44, also 88, 88 glaube ich ist das, dann wird ein Entscheidungsrennen gefahren und wer das Entscheidungsrennen gewinnt, hat dann auch gleichzeitig das Match gewonnen. Wie gesagt, zum Modus, keine Items einsetzen. Falls jemand im ersten Item, was er zieht, eine Wolke ziehen sollte, dann bleiben beide Fahrer stehen. Und es wird versucht, dass man den Abstand, der vor dem Ziehen der Wolke da war, wieder einhält. Wenn einer von den beiden Spielern so weit weg ist, dass es eigentlich sowieso schon egal ist, dann kann er von mir aus, also wenn er es nicht sieht, dann sollte der andere ihn jetzt nicht anflaumen, hey, du hättest stehen bleiben müssen, weil dann ist das Rennen sowieso eigentlich schon verloren. Ansonsten, wie gesagt, gleichen Abstand möglichst einhalten. Man kann dann ja irgendwie, was weiß ich, sich nebeneinander aufstellen. Der erste fährt dann los und wenn der zweite meint, der Abstand ist ungefähr richtig, dann passt es schon, aber ich hoffe da einfach auf Fair Play, weil das kann man so ganz genau tatsächlich nicht überprüfen. Ja, ansonsten wäre es ganz nett, wenn ihr auch Fotos machen könntet. Wenn sich beide Fahrer natürlich einig sind über das Ergebnis, dann ist es mir vollkommen wurscht, ob ihr ein Foto habt oder nicht, aber wenn ihr ein Foto habt, seid ihr immer auf der sicheren Seite. Ansonsten kann es passieren, dass euch ein eventueller Sieg irgendwie blöd aberkannt werden muss oder so. Ja, das war's soweit eigentlich schon. Ihr könnt euch anmelden für dieses Turnier, wie gesagt, bis zum 21.06. Was ich bei der Anmeldung gerne hätte, wären euer FC und euer Nickname in Mario Kart. Wäre auch ganz nett, damit die anderen euch auch tatsächlich erkennen. Ihr solltet diesen Nick dann zumindest in Teilen auch in eurem Mario Kart-Namen tragen, bitte. Ansonsten wird es etwas verwirrend, tatsächlich. Ansonsten wäre es natürlich noch total hilfreich, wenn ihr auch den Tag dann in meinem Stream verbringen würdet, um die nächsten Runden, wenn ihr weiterkommt, einfach mitverfolgen zu können und gegen wen ihr dann spielt, auch mitverfolgen zu können. Wie gesagt, über YouTube, das zu veröffentlichen, dauert zu lange, bis ich da immer ein Video gemacht habe, gerendert habe, hochgeladen habe, da seid ihr schon alle essen gegangen und ins Bett gegangen und was weiß ich. Also von daher, im Stream ist es für mich bequemer und es wird auch einfach schneller dann ablaufen können. Ist eine ganz nette Sache dann in jedem Fall. Jetzt nochmal zum Matchtyp. Wir fahren ein K.O.-Turnier, was bedeutet, wenn ihr ein Match verliert, dann seid ihr raus. Das hat den einfachen Grund, dass es so einfacher zu organisieren ist und wenn ich, wie gesagt, so um die 100 Anmeldungen bekomme, dann wird es schwierig, das irgendwie in Gruppenphase einzuteilen oder mit Verliererrunde. Das ist einfach zu komplex dann. Wie gesagt, ich wünsche euch, dass ihr mit diesem Turnier hier und mit den anderen natürlich auch sehr viel Spaß habt. Anmeldung bitte unter dieses Video. Der Link zum Stream wird dann folgen. Ich werde den, keine Ahnung, entweder verlinke ich ihn hier im Video schon oder ich mache einfach nochmal ein Video kurz bevor die Turniere alle beginnen, wo ich meinen Stream verlinke. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, falls sich jemand die Regeln überhaupt angehört hat. Ansonsten ist eh egal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.